Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind heute mit einer Diesel-Vectron unterwegs. Ihr seht es da im Hintergrund mit weißer Lackierung und Vectron-Schriftzug. Und wir haben hier einen Zug mit Baumstämmen und wir sollen den von Freilassing nach Garchim bringen und werden aber ein paar Mal auf das Abstellgleis geschickt, um hier Personenzüge vorbeizulassen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und ich mache die Pause weg, dass wir gleich mal loslegen können. Also das hier ist ein wunderschönes Freilassing hier. Auch die ÖBB gerade am Fahren. Und ich würde sagen, wir fahren mal auf die Dieselstrecke. Das Modell an sich ist von RSSLO, also jetzt nicht gerade das Allergeiste. Aber ich habe einen kleinen Soundpatch mit drauf. Und ich hoffe, das ist annehmbar. Man wird aber schon gesagt, dass es nicht allzu geil ist. Und es gibt, glaube ich, auch ein besseres Modell von der Vectron. Aber das habe ich mir noch nicht geholt. So, AFB an. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Lichter sind an. Zugschluss ist da. Na, dann können wir abfahren. Ich hoffe, das funktioniert wie geplant. Ja, die Lok macht schon bei gar nichts. Ah doch, jetzt. Tonübergang ist halt schon mal nicht so geil. Aber ja. Mein erstes Mal, dass ich hier mit der Diesel-Vectron unterwegs bin. Haben eine schöne Cinematic-Cam. Oh, beinahe Parallelausfahrt. Servus, Kollege. Wo auch immer du hinfährst. Wir fahren auf jeden Fall hier aufs Eingleisige. Hat übrigens ein nettes Depot hier. Aber keine Drehscheibe. Wir brauchen Drehscheiben. Geht's eigentlich dahin? Jetzt wieder auf die Strecke retour. Oh, das ist der nächste. Und einmal zum Kopf machen hier. Oh, ein bisschen was los hier. Und diese Wagen sind unglaublich laut. Also das sei schon mal zu entschuldigen. Die dürfen wir 70 fahren. So. Einmal auf B70. Dankeschön. Ich habe auch leicht das Field of View angepasst, weil ansonsten wäre irgendwie die Ansicht so weit da vorne gewesen. Und dann sieht man hier die Anzeigen nicht mehr so richtig schön. Man könnte es noch weiter zurückdrehen, aber dann sind die Außenansichten irgendwie komisch. Ja, nein, Sand ist nicht so geil. Oh, rauf auf die 100. Es sind vor allem Geräusche vom Wagen hinten. Sehr durchschnittlich, um das mal so zu sagen. Bringen wir irgendwie eine schöne Kameraansicht von der Seite hin. Noch einen obligatorischen Screenshot. Boah, das ist so brutal laut. Ja, bleiben wir erstmal in der Lok. Das ist halbwegs annehmbar. Also Garchim an sich ist ungefähr so an die 40 Kilometer entfernt. Sollte nicht allzu lang dauern, bis wir dann da sind. Aber jetzt kommt es noch drauf an, auf die Stellen, wo wir dann auf die anderen Züge warten müssen. Und die Vegetation ist auch ein bisschen blöd platziert hier. Geht ein bisschen ins Gleis rein. Aber braucht es mal einen Kollegen mit der Heckenschere? Ansonsten,
wenn wir hier da schön am Fahren sind und die Lok de facto jetzt erstmal von alleine fährt, was können wir denn hier so Schönes machen? Können wir überhaupt irgendwas drücken hier? Nö. Aber ich weiß, dass es bei der Advance geht. Das ist ziemlich überschaubar. Das funktioniert. Das auch. Das hoffentlich. Die gehen. Hier kann ich natürlich auch nichts machen. Das ist wieder Standbild wie immer. Da natürlich auch nicht. Die Sachen gehen. Die da unten nicht. Wie schauen wir aus mit den Kameraansichten? Links. Oh, war da hinten. Das geht. Türpanel funktioniert nicht. Oh, ich kann die Tür aufmachen. Wird das auch von außen angezeigt? Tatsache. Machen wir wieder zu. Und Fenster. Wie ist das Fenster auf? Ach so, hier. Okay. Da ist nichts. Da hinten haben wir Knöpfe. Die funktioniert zumindest teilweise. Ah, und jetzt weiß ich, wie sie das Field of View-Problem angegangen sind. Einfach eins weiter nach hinten. Das heißt, ich kann. Wo war denn das drin? Was? Camera Options? Jetzt wieder auf Default einstellen. So ist es Default-mäßig. Und so vorne da einmal. Hm. Naja, gut. Damit kann ich leben. Die Sachen kann ich komplett runterziehen. Würde mich mal interessieren, wenn ich die jetzt komplett runterziehe. Sehe ich das von außen? Yes. Wollen wir aber natürlich oben haben. Cool. Und das war die Tour durch die Vectro. Das Panel funktioniert auch nicht. Schade. Strecke an sich bin ich in echt noch nie gefahren. Also wenn es jemand schon mal gefahren ist, kann er gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie authentisch das ist. Aber ich gehe mir schon davon aus, dass es halbwegs realistisch ist. Ich hätte mir halt ein bisschen gewünscht, dass hier ab und zu, gerade bei so Übergängen wie da bei den Kanten, ein bisschen mehr Deko gemacht wird, damit es ein bisschen schöner ist. Und zum Zeitpunkt von dem Video ist von Armstrong Powerhouse das neue Sky-End Weather Paket 2 rausgekommen. Sieht schon ziemlich geil aus, was ich in der Vorschau gesehen habe. Hab's mir aber noch nicht geholt. Werde ich mir aber. Und da werden wir auch mit dem nochmal eine kleine Testfahrt machen. Eventuell mit komplett dynamischem Wetter, mit Wechsel, wo wir dann alles mal sehen. Es ist ja jetzt auch so ein dynamischer Nebel mit dabei, der sich verändert. Sah im Video wirklich gut aus. Werde ich mir jedenfalls reinholen. Generell, also wenn ihr ein Standard- oder altes Szenario habt und habt da Standardwetter mit drin, tut es austauschen mit dem von Armstrong Powerhouse. Es sieht einfach so viel schöner aus. Was soll das sein? Solarpanels? Naja, Solarpanels. Aber wenn das mal nicht blendet, je nach Uhrzeit. Es wäre irgendwie cool, wenn Armstrong Powerhouse mal ein bisschen mehr deutschen Content machen würde oder generell Dachregion. Ja, eh so primär auf der englischen Seite unterwegs, aber cool wäre es schon. Andererseits, wenn sie ganz die Soundpro-Mods machen, dann müssen sie natürlich da in Deutschland herkommen. Schauen, dass sie da irgendwas Original finden. Indem sie in England sind, ist natürlich England die bevorzugte Wahl. Ouch. Wir müssen langsamer werden. Oh, brems mal. Sind die da echt noch teilmechanisch unterwegs?
Passant. Na, komm. Oh, schön. Also allein schon deswegen müssen wir mal die Strecke mal fahren. Wenn da hier noch die alten Sachen rumstehen. Ach ja, schön. Rote Welle. Ausweiche Nummer 1. Aber wenn jemand einen Plan hat, schreibt mir das doch mal in die Kommentare rein, ob hier wirklich tatsächlich nur die alten Signale rumstehen. Das ist ja schon ein bisschen ein Highlight. Ah, und da kommt der Kollege aus der Gegenrichtung. Muss mal ein bisschen runter. Nice. Ich brauche die ganzen Gegengewichte. Also ein bisschen Spannwerk oder so. So. Gib mal ein bisschen Gas. Dankeschön. Ich hätte gern mal die Heckentür. Spätestens bei dem Einfahrsignal sollte man dann mal Gas geben können. Oder geht's hier noch weiter? Was kommt da hinten? Was ist denn? Ja, ich will gerne mal Schmackes. Ja, Vorsicht mal. Diese Wagen. Muss echt mal ein bisschen rauszoomen hier. Und dann so wieder reinzoomen. So kann man aber teilweise schöne Screenshots machen. Was? Noch eins. Du gehst aber weit. Schade, dass die nicht anzeigt, was sie gerade so für einen Verbrauch hat. Würde mich ja schon mal interessieren. Was sie da bei volle Pulli wegzieht, der Diesel. Aber wenig dürfte es nicht sein. Aber gab es denn nicht auch Vectrons, die sowohl elektrisch als auch mit Diesel fahren können? Oder war das elektrisch und batteriebetrieben? War nicht mal sicher, in welcher Kombi. Aber ich meinte, das hat's. Elektrisch Batterie oder elektrisch Diesel. Also müssen eins von beiden. Na komm, McLaren. Aber auf die 100.
Geh doch, noch ein paar Keimer. Expressholzzug. Ich weiß nicht, also ich persönlich bin nicht so der große Fan von der Vectron. Ich meine, ich sehe es, warum viele Lokführer die Vectron lieben, allein schon vom Komfort her und so. Aber das, was mich an der Vectron so ein bisschen stört, ist einfach das Äußere. Also ich finde einfach das Design von der Vectron nicht so, oh, oder bald, nicht so gelungen, finde ich. Also der Grill da, nicht so meins, aber das ist Geschmackssache. Im Endeffekt muss es für den Lokführer passen, dass er da drin klarkommt, damit gut arbeiten kann und dass sie zuverlässig ist. Letzteres dürfte sie ja sein, weil sonst würde sie nicht so in Masten rumfahren in unterschiedlichen Versionen. Und so vom Führerstand her ist sie auch überschaubar. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Vectron irgendwann mal in Simrail reinkommen wird. So, ich muss mal ganz kurz einen Cut geben. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich entschuldige diese kleine Unterbrechung. Aber da hat mich der Verein angerufen für die Planung der nächsten Einsätze im Lokorama. Habe ich interessante News bekommen. Das wird unter der Churchill-Pfeil, kommt mit ein paar Mal zu Besuch. Ein Krokodil, diverse Dampfloks und Sonderfahrten sind geplant. Bin ich natürlich selbstverständlich am Start und wenn alles hinhaut, dann gibt es natürlich auch noch ein paar Videos dazu. Wobei die Echt-Videos von mir jetzt nicht so der Oberhammer sind, aber trotzdem. Das sind Updates. Immer noch schön, wenn man dann ein bisschen Real-Life-Zugang hat zur Eisenbahn und dann auf Tuchfühlung gehen kann. Allein wenn man dann Sachen machen kann, die sonst keiner machen darf. Erinnert mich daran, dass ich immer noch so ein Fahrdienstleiter-Video machen sollte aus dem Stellwerk Romanshorn, aber das ist so ein mega Aufwand, das dann zu machen. Ich muss irgendwie Internet da vorbereiten, ich muss den Rechner damit hinbringen, Kamera-Equipment. Also fast mit dem Bus hinfahren, vor allem jetzt ziehe ich ja dann um. Und wird das schon eine Mammutaufgabe. Was ist eigentlich ein Laptop, der irgendwie... Stimmt! Ich könnte es eigentlich mit einem Laptop machen, der stark genug ist. Müsste nicht so eine 4K-Aufnahme sein wie sonst immer. Kann auch mal Full HD sein. Und TD2 braucht gerade als Stellwerker nicht so viele Ressourcen. Aber ich muss mich wirklich mal hinsetzen und das Ganze planen. Aber ich glaube, da mache ich wirklich das erste Mal TD2 Stellwerk mit einem echten Stellwerk. So, OBS, nimmst du auch sauber auf? Ja, wunderbar. Ich hoffe, der Ton passt dann auch. Wie so wie letztes Mal bei Hogwarts Legacy, wo ich knapp, was waren es, 3-4 Stunden gespielt habe. Und währenddessen war die ganze Zeit so ein Robo-Boys aktiviert. Und habe es dann erst im Edit gemerkt, dass die Stimme voll für den Arsch ist. Da kommt der nächste Bahnhof da vorne. Aber so wie es aussieht, dürfen wir da einfach durchrauschen. Auch wieder die alten Signale. Aber ich finde es schön. Ich habe jetzt sogar am Telefon mitgeteilt, dass eine polnische Reisegruppe kommt mit historischen Schlafwagen und so.
sind 6 Wagen insgesamt, die wollen sie alle im Lokarama abstellen. Ah, da ist doch ein Full House angesagt. So viel Platz aber dann auch wieder nicht. Also wieder Rangier-Action. Ja, also ein bisschen arg viel Zoom. Ja, sieht schon gut aus. Ah, ein paar Fotos. Freie Fahrt für den Lions Quad Express. So muss das. Und wie weit haben wir es noch? Kirchenweidach, 16 Kilometer ist der nächste Punkt. Und danach? Garching, 24 Kilometer. Alles klar. Boah, ich habe heute echt einen traurigen Post auf Facebook gesehen. Es wird eine AE66 verschrottet. Von der SBB Historic. Ironischerweise wird sie von der AE66 abgeschleppt dafür. Ich meine, die waren Ersatzteilspender. Und jetzt ist halt fertig. Aber da frage ich mich halt schon bei so einer historischen Look. Ich meine, auch wenn es recht viele AE66 noch gibt. Oder unter Anführungszeichen viele. Die noch fahrfähig sind. Wo man den jetzt vielleicht irgendwo hingestellt hat als Ausstellung oder als Denkmal oder sowas. Echt schade. Ich habe mir dabei gedacht, es wäre irgendwie cool gewesen, wenn man dann den Führerstand irgendwie ausbaut. Wenn sie es nicht eh schon gemacht haben. Und den dann zum Simulatorpult umbaut. Aber ich glaube, da kommt man echt schwer an sowas ran. Aber bei diesem Schrottzug war dann die RB 540, 052 und 020 mit dabei. Sowie ein TM2 und TM1. Gerade bei den beiden frage ich mich, hätte man den nicht noch irgendwo nutzen können, aber bei der RBE meinte ich, gibt es jetzt nicht mehr so viele. Also dann hätte man doch auch was machen können, oder? Ein Privat weiterverkaufen. Dann stellt er sich das in den Garten rein, macht da irgendwie eine Gartenhütte draus oder sowas. Ja. Ja, dürfen wir wieder runter. Da braucht es ein bisschen mehr Bremsschmalz. Das sind schon giftig, die Bremsen. Ich frag mich aber, wie realistisch das Bremsen hier ist. Das kommt mir da doch ein bisschen schnell vor. Vor allem, wenn man die Ladung da hinten mal so anguckt. Leistung. Yes, natürlich wieder rote Welle. Bitte lass uns nicht lange warten. Ich bremsen. Null Stellung. Dankeschön. Das ist auch so ein Haltepunkt mitten im gar nichts. Aber das kann doch nicht alles vom Bahnsteig sein, oder? Head up, bitte. Nee, das kann doch nicht einfach nur so ein mickriges Ding sein, nicht, oder?
da der Übergang? Ist das wirklich alles? Okay. Na gut. Bleiben wir mal stehen hier. Hinten müsste frei sein. Wenn ich ganz vorfahren sollen. Ja, gut, da ist ja noch sehr viel Platz. Sieht auch noch im Bauprojekt aus. Dittmoning Wiesmühl. Haben wir aber spannend, ist auf der anderen Seite. Nö. Estraudenpension. Okay. Ja, überschaubar, wenn man das mal von oben ansieht. Das ist echt ein kleines Kaff hier. Hat aber immerhin einen kleinen Haltepunkt. Besser als gar keiner. Ja, gut. Ich würde mal vorschlagen, an der Stelle gibt es mal für euch einen kleinen Cut, bis der Kollege da von der Gegenseite kommt. Und dann sehen wir uns gerade gleich wieder. Bis gleich. Okay, good news. Da hinten ist unser Kollege. Haben jetzt gleich ungefähr 4 Minuten so, glaube ich, gewartet. Aber da ist er. Aha, Ultrasoom. Erinnert mich so ein bisschen an den Megasoom, den es bei TD2 hatte. Haben sie ja mit dem neuesten Patch hier Gott sei Dank wieder normalisiert. Aber ab und zu war der Ultrasoom schon praktisch. So, komm, mach hin. Ich hab einen Holzexpress. Ist aber auch nicht das schönste Modell da. So, gib Stoff. Hat es nicht Sinn gemacht, da noch einen Steuerwagen hinten ran zu machen? Just asking. Naja. Wird schon seine Gründe haben. Da legst du dich aber schnell bitte um. Da finde ich diese Semaphore-Signale von der Armstrong Powerhouse so geil. Die da ein bisschen Zeit lassen, wenn sie runtergehen, dann wippen die noch so ein bisschen nach und geben diesen Klang ab. So, get out for you. Nein, nicht bremsen. So. Wunderbar. Maximum Geschmackes. Was mir gerade einfällt. Rückspiegel. Rückspiegel sind irgendwie so gar nicht vorhanden. Was machst du denn da in echt? Gehst du mal wirklich kurz zum Fenster und schaust mal kurz raus oder machst du das mehr so nach Gefühl? Oder machst du das, shit, wie hat das beim Rage geheißen? War das ein Roadrunner da? Wo du den du aktivieren kannst, der dann den Piepstone abgibt, wann der letzte Wagen an der Stelle drüber ist, wo du ihn aktiviert hast. Weiß nicht, ob der Roadrunner ist, aber ich, irgendwie so ähnlich. Ich glaube, die Leute vom Fach wissen, was ich meine. Ich frage mich gerade, nach welchem Prinzip der funktioniert. Geht er nach dem Prinzip, dass du am Anfang, bevor du losfährst, wenn du den Zug einstellst, dass du ihm sagst, wie viele Achsen du hast?
und der dann entsprechend das ausrechnet von dem Moment, wo du es drückst mit den Umdrehungen, wann die letzte Achse eigentlich an dem Punkt drüber sein müsste. Müsste eigentlich Sinn machen, wenn es nach dem Prinzip läuft. Ihr wisst nicht, wie der sonst prüfen sollte, an wann er da an einer x-beliebigen Stelle beim Gleis drüber ist. Außer im Falle von Waychat, wenn du das mit anhand von einem Signal machst, mit einem Magneten, dass dann der hintere Steuerwagen oder Lok, je nachdem, was halt hinten ist, mitkriegt, wann er dann drüber gefahren ist. Ich glaube, eher Ersteres macht Sinn. Ob das hier mal zweigleisig war? Frage ich mir jetzt gerade wegen der Brücke, weil er so breit gewesen ist. Mal schauen, wie schaut's aus mit sexy Kameras? Ja, eher weniger. Ist immer das gleiche von oben. Warum immer von oben? Mach doch ein bisschen mehr seitlich. Das wird einfach so viel schöner aussehen. Ja, der Sand für die Wagen ist echt nicht geil abgemischt. Na komm, Mektroden. Über KMH noch. Rauf auf die 100. Also wenn es jemals passieren sollte, ne, würde ich mich mehr freuen, wenn es dann Simrail für die Schweiz machen werden. Oder zumindest Schweizer Karten, so halt. Und wenn es dann da mechanische Stellwerke geben wird, oh, das würde ich feiern. Wobei zumindest bei den mechanischen Stellwerken sofort mit drin. Ich wünsche mir immer noch den Bahnhof Romanshorn irgendwo als Stellwerk. Und zwar zu den Zeiten noch, weil das mechanische Stellwerk aktiv war. Weil das wäre zum Beispiel ein Bahnhof, den könnte man sehr gut zu zweit machen. Weil da war ja auch in der Realität mit, ja, wenn man so sieht, eigentlich drei Stellwerken bedient. Es gab die zwei Hauptstellwerke. Eins davon habe ich euch hier auf meinem Kanal schon mal gezeigt gehabt. Ich glaube, es sind sogar zwei Videos zum Stellwerk. Oh, also es sind zwei Stellwerken, wobei gezeigt habe ich nur eins. Und dann gab es ja noch dieses Befehlsstellwerk direkt am Bahnhof, was ja dann die Orders für die zwei Stellwerke gemacht hat, wie sie die Fahrstraßen machen sollten. Sind übrigens alle Sachen noch erhalten. Befehlsstellwerk ist direkt im Museum Lokodama. Und die beiden normalen Stellwerke, Romanshorn 1 und 2, stehen noch da, wo sie heute wie immer gestanden sind. Voll ausgestattet. Aber ja, ich meine, gerade in Simrail, ich meine, Befehlsstellwerk, weiß ich nicht. Ich glaube, man könnte es umsetzen. Wir werden es aber garantiert nicht machen in Simrail, weil es wäre, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber trotzdem, weil das halt ein Bahnhof mit zwei Stellwerken, wo du halt dann mit zwei FDLs arbeiten kannst. Und da gibt es schon die eine oder andere schwierige Fahrstraße. Da musste ich halt auch mit dem anderen Stellwerk absprechen, beziehungsweise anklingeln. Mit dem und dem, das machst du, dann muss er sich vorbereiten. Das wäre schon eine Herausforderung. Also, wenn jetzt 6 die höchste Stufe ist, dann würde ich Bahnhof Romanshorn, ja, mindestens 4 einstufen. Wenn du da jetzt wirklich aktiv mit den anderen FDL zusammenarbeiten musst. Und dann der Oberkill, der Zürcher Hauptbahnhof. Weil jetzt dann noch die, das ist einerseits das Gebiet vom Hauptbahnhof an sich, der Vorplatz mit Hartbrücke und dann noch den letzten Teil mit Altstädten. Oh, das wäre auch ein Spaß.
Das, glaube ich, wäre aber dann Maximalstufe. Gibt es einmal beim... Ach, wie heißt denn nochmal die eine Seite, wo es diese Stellwerke hat? Oder Stellwerk sim? Ich glaube, ja. Da hat es die Unterteilung mit drin und das schaut so krass aus da drin. Müssen wir mich ja auch mal genauer anschauen, das ist Stellwerk sim. Ich meine, das ist ein bisschen monoton, sage ich mal. Also alles im Browser abläuft, das sieht halt nicht viel aus, halt wirklich das Stellbild, mit dem da halt Arbeit ist. Nicht so wie ein Simrail. Aber wäre schon mal witzig. Oh, da kommt der nächste Halt. Oder Haltepunkt, besser gesagt. Ach ja, das Lagerhaus. Lange ist her. Kommt wieder Heimatsgefühle. Das ist auch so ein Mini-Ding, aber es ist wenigstens besser ausgebaut. Da war der Bauer aktiv. Nee, also die Wagen da hinten werde ich, wenn möglich, nicht nochmal einsetzen. Nicht geil. Und Garching sollte jetzt auch nicht mehr weit weg sein. Unser Ziel. Genau hier bräuchte man ein Fenster, dass man hier so ein bisschen rausschauen könnte. Sag mal, hat es da in echt wirklich nichts? Und haben wir diese Tablare drin oder wäre da eigentlich was drin? Kann mir nicht vorstellen, dass es das eigentlich hier leer wäre. Bestimmt irgendein Equipment doch hier drin. Es sieht aber nach einer Kurve aus. Okay. Echt 110 in die Kurve da rein. Halte ich jetzt für sportlich? Ich glaube, ich bleibe bei meinen 100. Aber sowas von. Es kann auch nicht sein, dass du da mit 110 da durchkacheln darfst. Es sieht halt schon sehr eng aus hier. Und es war die gleiche Brücke schon wieder. Komplett Asset Copy. Also da lasse ich mir einreden, aber... Nee, da fahre ich nicht mit 110. Das wäre eigentlich auch so eine Strecke für eine Dampflok in echt. Könnte man das sehr schön vorstellen hier drin. Ich hätte noch ein paar geile Spots zum Foto machen. Aha. Schöne Gott, volle Kanne. Ah, oh, mit dem Raidriver ist es so blöd. Aber ich mach's jetzt mal anders. Mach's jetzt mal mit dir. Absolute Dampfhammerbremse.
Und wo ist es? Signal erscheine. Ach, da hinten. Boah, da würde ich aber ein bisschen freischneiden, weil das sieht man echt spät. Oh, da wären wir dann schon da. In Garching. Wir meinen schneller. Einmal bremsen, dankeschön. Und was kommt da für eine Strecke daher? Also hier ist schon mal ein bisschen mehr los. Na, einmal auf die rechte Seite. Generell so ein bisschen Güterumschlagplatz hier. Okay. Bremse mal. Oh, das andere Stellwerk da hinten. Herzlich willkommen in Garching. Ja, war vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Bremsen. Wieso hat man hier eine Brücke nach ganz links gemacht? Was für eine Logik ist da dahinter? Ist doch gar nichts. So, anhalten. Ja, liebe Leute, das war mein kleines Abenteuer in TS Classic mit der Vectron. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar einen Kommentar. Und wenn ihr vielleicht den Kanal mehr unterstützen wollt, werdet doch Kanalmitglied. Da kriegt ihr die ganzen Episoden, die auf YouTube rauskommen, noch viel früher. Ansonsten, bis dann. Ich wünsche euch was und bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.